Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich setze mir jetzt mal hin. Ja, ich habe es bereits subtil angekündigt in einem Coming Soon Video. Es ist Kirby und das magische Garnach. Ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach ein so geniales Wii-Spiel. Wenn nicht sogar eins der besten, muss ich sagen. Und ich würde sagen, ich fange einfach gleich mal an. Ich kenne das Spiel bereits komplett, so nebenbei. Willkommen in Dreamland, einem ruhigen und friedlichen Königreich. Das kleine Land ist perfekt, wenn man es ruhig mag. In letzter Zeit aber häufen sich die Gerüchte, dass ein Zauberer sein Unwesen treibt, der Menschen in Garn verwandelt. Ja, wirklich, Garn. Eines Tages sah Kirby auf einem Busch eine rote Tomate. Seine Lieblingsspeise. Lecker. Aber als Kirby sie essen wollte, erschien ein Zauberer. Ich bin... Hey, was treibst du da? Lass das! Nein, das ist meine magische Metamomate! Kirby schluckte die Metamomate einfach herunter. In diesem Moment begann eine Socke zu leuchten, die der Zauberer um den Hals hängen hatte, und saugte Kirby auf. Das Gras fühlt sich komisch an, dachte Kirby. Wie eine Rose. Überrascht stellte Kirby fest, dass sein ganzer Körper aus Garn bestand. Dann sah er ein Garnmonster, das einen blauen Jungen aus Garn verfolgte. Hilfe! Hilfe! Kirby versuchte, das Monster zu verschlucken. Aber die Luft ging einfach durch seinen Körper hindurch. Kirby überlegte, was er tun sollte. Verwandelte er sich plötzlich in ein Auto. Er schnappte sich den Jungen und machte sich mit ihm aus dem Staub. Die seltsame Metamomate verlieh Kirby anscheinend die Fähigkeit, sich schnurstracks in ein Auto zu verwandeln. Und wer weiß in was sonst noch. Ja, ich liebe diesen Erzähler und ich finde, die Story ist einfach an sich auch einfach nur eine richtig geile. Sie ist einfach so abgrundtief stumpf. Ja. Danke, dass du mich gerettet hast. Wie war das? Du bist aus einer anderen Welt? Wow, willkommen in Stoffland. Bleib bei mir. Dann wird alles wie am Schnürchen laufen. Ach, verstehst du? Weil wegen Garn. Darauf komme ich ja gar nicht klar. Ja, komm, der war schlecht. Okay. Das ist mein Schloss. Sieh dich hier ruhig überall um. Ich mach mal kurz etwas leiser, weil... Jetzt ist ja keine Sequenz mehr, aber die Musik ist trotzdem geil. Ja, wie wir es gemerkt haben, der Kirby hier ist aus Garn und einfach nur abgrundtief. Super, also diese Mechanik des Garns ist schon ziemlich geil hier. Man kann sich auch in einen Fallschirm verwandeln und halt in das Auto. Ja, und hier, da sieht man schon, ich kann Gegner jetzt nicht mehr aufsaugen, aber ich kann sie mit meinem Garnfaden greifen. So, das hier wäre das Stoffschloss von Prinz Plüsch. Hier sehen wir ja ein bisschen Weltraum. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Tutorial-Level schnurstracks. Und, ja. Ich will das Spiel eigentlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, rushen. Das bedeutet, ich mache jetzt keine 100%, nur ich will noch die Bonus-Level zeigen. Und ich erkläre dann auch zum entsprechenden Zeitpunkt, wie man die Bonuslevel bekommt. Beziehungsweise ihr werdet es ja dann sehen. Ja, ich kann springen. Und... Oh, ach so, richtig. So, es ist wirklich einfach nur alles aus Garn und Stoff und was weiß ich, was sonst noch. Es ist wie jedes Kirby-Spiel nicht sonderlich schwer, muss man noch dazu sagen. Aber, ja, das könnte ich jetzt... Diese Blöcke kann ich nur mit Gegnern, also mit diesem Kumpan hier, zerstören. Das bedeutet, ich müsste jetzt hier rüber springen, das hier hochwerfen. Oder auch nicht, ja, pff, ist mir auch egal.
Ja, ich kann mir auch in ein U-Boot verwandeln und man kann halt in jedem Level auch immer Sticker sammeln. Und ich überlege gerade, wie heißt es? Nicht nur Sticker, sondern auch ja eine CD und zwei Einrichtungsgegenstände. Was die Einrichtungsgegenstände bringen, das erkläre ich euch dann auch noch später. Ach stimmt, hier kann ich den hier Speere wegnehmen. Ja. So, hier wäre nämlich das erste, der erste Einrichtungsgegenstand, der Kronleuchter. Ja, und man kann auch Hinterstoff, so wie sich das gehört. Ja, ja. Und, ja, ohne M. Kirby ist fluffig. Muss man einfach dazu sagen. Egal, gefällt er mir sogar noch ein Stück besser als im Original. Weil er einfach nur genial ist. Und dieses Ding will ich da noch haben. So. Jo. Es ist einfach nur ein richtig geniales Spiel. Mir macht es sehr viel Spaß zu spielen und... Hey. Hey. Und ich muss auf die Zeit aufpassen, weil meine Kamera kann nur begrenzt... Der Königsthron! Wer mein Coming-Soon-Video gesehen hat, hat das... Kennt den schon. Ja. Upsala. Ach, richtig. Wupp. Und... Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist Stoff und Garn und eine gewisse Person hat sich schon sehr auf dieses Video gefreut und muss nochmal schnell was korrigieren hier. Also allgemein auf dieses Projekt. Ich will ja jetzt keinen Namen nennen, ich will nur Leute anschauen und die Person weiß, welche gemeint ist. Ja, und das ist das Ende des Levels. Eine Glocke. Jojo. Und da kommt Prinz Plüsch. Und der gute alte Kirby-Manier natürlich ein epischer Tanz. So, das Level hätte ich jetzt auf 100%. Also, man muss oben die Perlenleiste vollkriegen. Man muss alle drei Gegenstände sammeln. Und ich glaube, das war's dann eigentlich auch schon. Ich mache einen kurzen Cut, weil meine Kamera, wie gesagt, keinen Bock hat, noch was zu machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da wäre ich wieder. Wie ich gerade gemerkt habe, ich habe eine neue Funktion meiner Kamera kennengelernt. Was mir es jetzt wesentlich erleichtert zu erpähen. Danke für deine Hilfe, sagte der blaue Junge aus Garn, auch wenn ich sie nicht wirklich brauchte. Ich bin Prinz Plüsch. Seit Zauberer Grimgarn Stoffland in 7 Teile zerrissen hat, trifft man bei jedem Schritt und Tritt auf diese schrecklichen... Prinz Plüsch blieb mitten im Satz stecken, weil Kirby und ihm plötzlich ein dreieugiges Garnknäuel angriff. Liebe, sofort aufhören! Bevor das Knäuel Prinz Plüsch verschlingen konnte, verwandelte sich Kirby und zerfetzte das Knäuel auf spektakuläre Weise. Aus den Überresten des Knäuels leuchtete ein gewundenes Stück Garn. Sieh nur, ein Stück magisches Garn, rief Prinz Plüsch. Das war es, wonach Prinz Plüsch gesucht hatte. Grimgarn hatte das ganze magische Garn aus Stoffland gestohlen. Das Stück webte sich in den Stoff des Königreichs und nähte 2 Teile Stofflands wieder zusammen. Was ist mit den anderen Stücken? Ich muss auch die restlichen finden. Kirby, hilfsbereit wie immer, beschloss seinem neuen Freund bei der Suche zu helfen. Und so begaben sich die beiden auf die Reise, um alle Teile Stofflands wieder zusammenzufügen. So, damit hätten wir jetzt die erste Welt freigeschaltet, Grasland. Wir werden sehr oft diese Sequenz sehen, dass 2 Stücke zusammengenäht werden. Denn, ja, darum geht es in dem Spiel. Wir müssen alle Teile des magischen Garns finden und ganz Stoffland wieder zusammennähen. Und wer weiß, was danach passiert. Tja, tja, tja. So, hier können wir uns so im Charakterbuch umschauen. Da haben wir jetzt nicht
viele nur vier. Also es ist eigentlich sozusagen, ja, über Gegner und so weiter. Ich überlege gerade. Ja, da, also, ja, Angel. Zu dem Charakter werde ich was sagen. Ich weiß nicht, ob wir ihn im RP sehen werden. So sieht es nämlich aus. Man kann in dem Spiel nicht sterben, aber man verliert unglaublich viele Perlen. Und wenn wir irgendwo runterfallen, dann wird uns dieser Engel wieder aufheben und irgendwo hintragen. Ja, der Waddle Dee, fluffig wie immer. Tropfi und der Pixie Waddle Dee. Ja, diese Namen, die haben schon Generationen verändert, oder auch nicht. So, ja, also hier können wir jetzt alle Dinge anschauen. Ja, die Musik haben wir gefunden. Jetzt das Stoffschloss. Die Musik haben wir gefunden im ersten Level im Stoffschloss. Und natürlich die ersten beiden Sequenzen. Es wird 9 Sequenzen geben, wie ihr schon seht. Und ja, dann werde ich mich länger hier aufhalten. Ich werde jetzt aber auch nicht ins Grasland gehen. Doch, ich werde da reingehen, aber ich werde noch nicht in ein Level da reingehen. Denn ich will jetzt einfach nur mal ganz kurz auf eine weitere Mechanik des Spiels eingehen. Und zwar... Oh, Fritz Flüsch, welch eine angenehme Überraschung. Oh, ihr Freund, ihr, wer ist das? Ja, Kirby, sage sie, ein Besuch aus einer anderen Welt, das ist aber aufregend. Ich bin Willi Webstuhl und es freut mich sehr, Bekanntschaft zu machen. Herr Kirby hilft also, unser geliebtes Stoffland zu retten, das ist ja toll. Ich bin der Verwalter des Filz, Ausis, bitte kommen Sie doch kurz herein. So, wir haben nämlich hier unsere eigene Wohnung, wo wir auch wohnen werden. Ja, wer hätte das gedacht? Denn Kirby kann ja nicht, hier nur durch Stoffland wandern, sondern er muss ja auch irgendwo wohnen. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Wirklich viel gibt es hier wirklich noch nicht zu sehen. Aber es wäre mir eine Ehre, hier einen von Prinz Plüschs Gästen unterzubringen. Ja. Erstmal eiskalten Stuhl hinterher geworfen bekommen. Ein richtiges Zuhause muss eingerichtet sein. Nehmen Sie bitte dieses Geschenk. Berichten Sie sich eine neue Wohnung so ein, wie es Ihnen gefällt. Über die Miete reden wir später. So. Genießen Sie den vierten Platz. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach zu mir. Bla und die Köln. Ich habe da draußen jemanden gehört. Ja, dann gehe ich mal ganz kurz hier drauf ein. Und zwar, die Wohnung ist leer. Absolut leer. Aber ich kann sie umdekorieren. Dazu benutze ich meine Wii-Fernbedienung. Wer hätte das gedacht? Und nehme mir jetzt zum Beispiel den Thron und setze ihn dahin. Ja, so einfach ist das. Ja. Und dann bin ich Kirby und setze mir einfach eiskalt auf den Thron. Yeah. So. Dann hinaus, jetzt kommt noch mehr Story und bla und alles. Aber das hört dann im nächsten Part auf. Das war's dann nämlich schon mit der Story. Na nö, ist noch nicht mal Story von mir aus. Ja, naja. So, jetzt gehe ich nämlich mal in, also zu Grasland, also in die neue Welt. Ja. Ja, gut, das ist Grasland. Wie wir sehen, auf jeden Fall, wie jedes Kirby-Spiel in mehrere Welten eingeteilt. Und natürlich, typisch Kirby muss natürlich auch Bosse geben. Aber dazu kommen wir im nächsten Part von Let's Play Kirby und das magische Garn. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part von, ja, diesem Let's Play. Ansonsten, ja, ich bin Seano257 und ciao.